Im Jahr 1944 erreicht der Zweite Weltkrieg einen dramatischen Höhepunkt. Kanonenboote feuerten, Bomber am Himmel. Die Alliierten kämpfen an allen Fronten, um Europa zu befreien. In diesem Krieg lernten alle Beteiligten immer mehr dazu. Von den Stränden der Normandie. Das Wasser war blutrot. Bis zu den Wäldern Deutschlands. Ich sehe dort heute noch die ganzen Toten liegen. Beide Kriegsparteien setzen Waffen mit größerer Zerstörungskraft ein denn je. Dieser Panzer verschaffte den Amerikanern einen großen Vorteil. Eine höchst effektive Bestie. Dies ist die Geschichte des Feldzugs der Westalliierten in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs, erzählt von Veteranen aus beiden Lagern. Man tat, was man tun musste, feuern und manövrieren. Er war mein Bruder. Am 6. Juni 1944 versammeln sich die Alliierten mit einem großen Aufgebot an See-, Land- und Luftstreitkräften zur größten Landungsoperation der Militärgeschichte unter dem Codenamen Operation Neptune. 18 Monate intensiver Planungsarbeit waren dazu nötig. Doch der militärische Erfolg der Landung fordert einen hohen Tribut. Auf beiden Seiten verlieren Tausende von Soldaten ihr Leben. Dies ist die Geschichte des D-Day. Der Anfang vom Ende der Schlacht um Europa. Bis zum Jahr 1944 ist es Nazi-Deutschland gelungen, einen Großteil Europas zu besetzen. Doch nun wendet sich das Blatt zugunsten der Alliierten. Im Mittelmeerraum sind die deutschen Truppen aus Nordafrika zurückgedrängt worden und sitzen in Italien fest. Und an der Ostfront haben sie vernichtende Niederlagen von Stalingrad bis Kursk erlitten. Die Wehrmacht kämpft erbittert, um das Vorrücken der Roten Armee Stalins zu verhindern. Während die gefürchteten deutschen U-Boote eine weitere Niederlage erleiden, können US-Truppen und Nachschub nach Großbritannien gebracht werden. Die lang erwartete alliierte Invasion Europas kündigt sich an. Von ihrem Erfolg hängt der Ausgang des Krieges ab. Stalin wollte unbedingt eine zweite Front errichten. Seit 1941 und der deutschen Invasion der Sowjetunion mussten die Sowjettruppen die Hauptlast des Krieges tragen. Etwa 80% der deutschen Armee kämpfte an der Ostfront. Deshalb drängte Stalin die Westalliierten dazu, eine zweite Front zu eröffnen, um den Sowjets etwas Spielraum zu verschaffen, wenn man so will. Churchill und Roosevelt einigen sich darauf, dass die zweite Front im Sommer 1944 errichtet werden soll. Koordinieren wird die Operationen der Alliierten der amerikanische General Dwight D. Eisenhower. Man ernennt General Eisenhower zum obersten Befehlshaber der alliierten Expeditionskräfte in Europa. Er hat noch nie an einem Fronteinsatz teilgenommen. Doch Eisenhower ist ein exzellenter Militärstratege mit ausgeprägtem Instinkt für die moderne Kriegsführung. Eisenhowers Fähigkeiten sollen noch auf eine harte Probe gestellt werden, als er für die größte alliierte Militäroperation des Krieges die Verantwortung übernimmt. Seine erste wichtige Entscheidung ist die Wahl des Landungsortes. Pas-de-Calais liegt nur gut 30 Kilometer von der englischen Küste entfernt und wäre die direkteste Route ins Deutsche Reich. Deshalb haben die Deutschen ihre Verteidigungslinie dort verstärkt. Und die Alliierten weichen auf die Normandie aus. Wenn sie in der Normandie einen Stützpunkt errichten können, wird es möglich sein, dort Truppen zu sammeln und eine Offensive zu starten, um Paris zu befreien und weiter auf deutschen Boden vorzurücken. Der Erfolg der ganzen Operation hängt von den ersten 24 Stunden ab, dem sogenannten D-Day. Bodentruppen sollen aus der 21st Army Group rekrutiert werden, die unter dem Befehl des britischen Generals Bernard Montgomery steht. 7 britische, US-amerikanische und kanadische Infanteriedivisionen, 3 Panzerdivisionen und 3 Luftlandedivisionen bilden die Speerspitze der Operation.
Die Divisionen, mit denen die Alliierten die Schlacht um die Normandie und den Rest der Feldzüge von 1944-45 führen wollten, bestanden sowohl aus Veteranen, die schon in Ägypten, Nordafrika und dann Italien gekämpft hatten, als auch aus Soldaten, die zum ersten Mal an die Front geschickt wurden. Der 18-jährige Frank Rosier ist Gefreiter des 2. Battalions, dem sogenannten Gloucestershire Regiment. Ein Junge aus London, der die dortigen Luftangriffe überlebt und an der Front ein Auge verloren hat. Das war mein erster Fronteinsatz. Es war auf einmal kein Cowboy- und Indianerspiel mehr, sondern ein realer Krieg. Der Handwerker Wally Harris ist eines der Gründungsmitglieder des Corps der Royal Electrical and Mechanical Engineers. Wir fühlten uns privilegiert, an der Spitze der Offensive stehen zu dürfen und freuten uns riesig. Edward Shames ist kurz vor der Landung zum Stabsunteroffizier der 101st Airborne befördert worden. Wenn man keine Angst hatte, war man verrückt. Es gab viele Verrückte wie mich. Trotzdem hatten wir Angst, ganz sicher. Bis zum Jahr 1944 haben die Alliierten die Schlacht um die Luft- und Seeherrschaft gewonnen. Jetzt werden die Landungstruppen von der 8. und 9. Division der United States Army Air Forces und der britische 2nd Tactical Air Force unterstützt. Annähernd 6.000 Flugzeuge. Auf See stehen 5 Kriegsschiffe, 23 Schlachtkreuzer und 105 Zerstörer zur Verfügung, um die deutsche Verteidigungslinie vor der Landung unter Beschuss zu nehmen. Im Frühjahr 1944 bereiten sich 3 Millionen alliierte Soldaten in Großbritannien auf die Invasion vor. Die Truppen werden in verschiedene Regionen Südenglands verlegt und mit Fahrzeugen, Waffen und Versorgungsmitteln ausgestattet. Einheiten, die bei der Landung zum Einsatz kommen sollen, trainieren ohne Unterlass. Die Details der geplanten Landung werden jedoch streng geheim gehalten. Wir erhielten keine Informationen, wo wir hin sollten. Wir hatten keine Vorstellung von der Gegend, in der die Landung stattfinden würde. Überhaupt keine Informationen. Vielleicht wurden die ranghöheren Offiziere informiert, aber wir hatten keinen blassen Schimmer. Während die eigenen Soldaten im Dunkeln gelassen werden, starten die Alliierten die größte Täuschungsaktion der Militärgeschichte, um die Deutschen von dem Ort der geplanten Landung abzulenken. Um die Deutschen zu täuschen, starteten die Amerikaner Operation Fortitude. Sie schufen eine ganze Scheinarmee in England, die angeblich zum französischen Hafen von Calais beordert werden sollte. Calais war von England aus der nächste Tiefwasserhafen in Frankreich und am besten für eine Invasion geeignet. Deshalb dachten die Deutschen, die Alliierten würden in Calais landen. Ken Sturdy, ein Kriegsveteran von Dünkirchen, nimmt am Täuschungsmanöver teil. Als wir dort ankamen, standen überall Panzerattrappen aus Gummi und auch Landungsboote aus Leinwand und Holz. Entlang der ganzen Küste bei Dover waren Zelte mit großen roten Kreuzen bemalt, die wie Lazarettzelte aussehen sollten. Es gab Armeesignalgeber von der RAF. Wir richteten unsere Antennen absichtlich über den Ärmelkanal nach Calais aus. Und dieses ganze Treiben dauerte etwa 2 Wochen. Wir wussten, dass es eine Täuschung war, aber man bekam den Eindruck, dass ein großes Kontingent sich auf die Invasion vorbereitete. Eisenhower weiß, wie wichtig das Täuschungsmanöver der Alliierten ist. Wenn die Deutschen auf die Landungsoperation vorbereitet sind, wird sie zu einem Desaster, das Millionen von Soldaten das Leben kosten kann. Am Abend des 5. Juni 1944 starten Hunderte von alliierten Flugzeugen und nehmen Kurs auf die Normandie. Operation Overlord, die alliierte Invasion Europas, hat begonnen. In der ersten Phase werden 24.000 Männer mit Fallschirmen und Lastenseglern über beiden Flanken der Invasionszone abgesetzt. Die 82. und 101. Division der United States Army Air Forces sowie die 6. Division der British Airborne Forces sollen Brücken und Straßenkreuzungen einnehmen und deutsche Gegenangriffe abwehren.
Kurz nach Tagesanbruch werden US-amerikanische, britische und kanadische Infanteriedivisionen an 5 Stränden des 80 Kilometer langen Küstenstrichs landen. Sie geben ihnen die Decknamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Sobald die Strände gesichert sind, werden Panzer und Infanteristen ins Landesinnere vordringen, die Luftlandetruppen unterstützen und sich auf einen deutschen Gegenangriff vorbereiten. Den Fallschirmjägern ist nicht gesagt worden, dass ihre Einheiten mit einem Verlust von 50% rechnen müssen. Sie sind den deutschen Flugabwehrgeschützen völlig ausgeliefert. Carl Beck hat ein falsches Alter angegeben, um der Army mit 17 beitreten zu können. Ein Jahr später ist er bereit für seinen ersten Kampfeinsatz. Wir wurden über der Küste von 20 mm Geschützen unter Beschuss genommen. In etwa 250 Meter Höhe ist das entsetzlich. Wenn dein Flugzeug getroffen wird, und das will ich wirklich keinem wünschen, klingt das, als wäre dein Kopf in einem Eimer, auf den jemand einhämmert. Während sie sich ihrer Absetzzone nähern, warten die schwer beladenen Fallschirmjäger auf das Startsignal. Wir warteten auf grünes Licht und bereiteten uns darauf vor, abzuspringen. Wir mussten uns zur Luke schleppen, weil wir kaum gehen konnten. Wir waren unglaublich schwer beladen. Die Luftlandetruppen sollen hinter den gegnerischen Linien abspringen, wo sie manchmal tagelang von ihren Divisionen abgeschnitten sind. Deshalb müssen sie alles Nötige bei sich führen. Die Ausrüstung wog um die 80 Kilo. Ich musste sie anlegen, bevor ich mit dem Fallschirm ins Flugzeug stieg. Wir hatten Granaten, Schusswaffen, Karten und alles Mögliche dabei. Einige der Jungs trugen sogar Mörser bei sich. Sie sprangen mit 81 mm Granatwerfern und Maschinengewehren ab. Terf Gillingham ist ein Experte für die Standardausrüstung eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Das ist die Ausrüstung, die 1944 von amerikanischen Luftlandetruppen beim Absprung über der Normandie getragen wurde. Sie waren mit einem speziellen Allzweck-Overall ausgestattet. Sie trugen Gasmasken und die dazugehörige Ausrüstung. Alle hatten diese Gaswarm-Armbinden. Sie waren mit einer Schlaufe am Schulterriemen befestigt und mit einem speziellen Mittel bestrichen, das sich im Falle eines Giftgasangriffs rot färbte. Dann waren sie sofort gewarnt. Zur Ausrüstung gehörte auch ein amerikanischer Standardwaffengurt mit Munitionstaschen, je nachdem, welche Funktion er erfüllen sollte. In diesem Fall war er für die Patronen einer M1 Garand gedacht. Dieses Selbstladegewehr war sehr nützlich. Die meisten Armeen verfügten nur über gerade Zugrepetierer und die M1 war ein halbautomatisches Gewehr. Man konnte damit 8 Schüsse abfeuern, ohne nachzuladen, während die anderen ständig nachladen mussten. Das Bajonett wurde in einer Scheide am Gürtel getragen und erst dann eingesetzt, wenn einem die Munition ausging. Dann konnte man damit die Arbeit zu Ende bringen. Die schwer beladenen Fallschirmjäger erreichen schließlich die Absetzzone. Bei unserem Routinetraining wurde der Absprung mit 20-minütigem Rotlicht angekündigt. Aber bei diesem Einsatz mussten wir auf ein Glockensignal reagieren und das Flugzeug so schnell wie möglich verlassen. Der Absetzer warf das Bündel ab und wir sprangen hinterher. Wenn man nachts schon allein Feuerwerk gesehen hat, dann weiß man, was uns beim Absprung erwartete. Wir konnten das Feuer hören und sehen, als es unsere Fallschirme durchschlug. Überall um uns herum waren Glimmspuren. Wir fielen sehr schnell und sehr tief, mit hoher Oszillation. Dann schlugen wir auf dem Wasser auf. Das war ein richtiger Weckruf. John Marr ist einer der vielen Soldaten, die auf Feldern landen, die von den Deutschen geflutet worden sind. Dutzende ertrinken, vom Gewicht ihrer Ausrüstung nach unten gezogen. Andere landen direkt in von Deutschen besetzten Dörfern. Einem Amerikaner gelingt diesem Augenzeugen zufolge eine spektakuläre Flucht. Dann ist der eine ja hängen geblieben am Kirchturm. Und er hat sich totgestellt und deswegen haben sie den nicht bemerkt. Ne? Zahlreiche Überlebende kommen viele Kilometer von ihrem eigentlichen Bestimmungsort ab.
John Marr landet um ca. 2 Uhr morgens. Das Ziel war, die eigene Einheit zu finden und alle Ausrüstungspakete einzusammeln. Dann konnte man mit der Truppe den Kampfeinsatz beginnen. Aber das gelang uns nicht. Wir waren die am meisten verstreute Einheit der ganzen 2 Divisionen. Für die Fallschirmjäger der 6. Division der britischen Luftlandetruppe läuft es besser. An der Ostflanke der Invasion kann eine kleine Einheit mit Lastenseglern in der Nähe von 2 strategisch wichtigen Kanalbrücken landen und sie schnell einnehmen. Mit Flugzeugen werden Verstärkungstruppen an den Einsatzort gebracht, um die Straßenkreuzungen gegen deutsche Gegenangriffe zu verteidigen. Und Lastenseglerpilot Bill Hicks legt eine spektakuläre Bruchlandung hin. Die Deutschen waren nicht dumm. Sie stellten Pfosten auf, um uns am Landen zu hindern. Einer dieser Pfosten schlug mir die Hälfte meiner rechten Tragfläche ab. Aber ich war gelandet. Nachdem die Brücken eingenommen sind, müssen die Luftlandetruppen sich bald schon gegen massive Gegenangriffe der deutschen Wehrmacht verteidigen. Sie wollen die Stellung unbedingt halten, bis die alliierten Landungstruppen sie erreichen. Doch an den Landungsstränden werden Verteidigungsposten von einem der brillantesten Generäle der deutschen Wehrmacht befehligt. In den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 beginnen die Alliierten, die Küste Nordfrankreichs massiv zu bombardieren. 5 Kilometer von Valognes weg, da war es dann inzwischen hell geworden und da sagte ich auf einmal, ach guck mal da oben, was ist das dann? Da sahen wir Himmel und Flugzeuge kommen. Und auf einmal war an den Flugzeugen alles so kleine Stäbchen fielen da runter. Und da sag ich, was ist das dann? Ja, sagt einer, das ist eine Bombenteppich. Und dann haben wir das beobachten können, wie das ganze Valognes da zusammengehauen wurde. Währenddessen steuert eine gewaltige Armada der Alliierten mit über 6000 Schiffen aller Größen auf die Küste der Normandie zu. Man konnte die französische Küste sehen. Und ich sagte, mein Gott, das ist Frankreich. Dort werden wir landen. Das war verdammt aufregend. Ich freute mich richtig darauf. Hitler weiß, dass eine alliierte Invasion im Sommer bevorsteht. Und die Landung wahrscheinlich in Nordfrankreich stattfinden wird. Deshalb hat er seinen fähigsten Kommandanten mit der Verteidigung der nordfranzösischen Küste beauftragt. Generalfeldmarschall Erwin Rommel hat während des deutschen Siegesfeldzugs gegen Frankreich im Jahr 1940 den Ruf eines brillanten Militärstrategen erlangt. Seine Kriegslisten im Kampf mit den Briten in Nordafrika haben ihm den Spitznamen Wüstenfuchs eingebracht. Erwin Rommel ist einer der berühmtesten deutschen Generäle des Zweiten Weltkriegs. Er war vor allem in Nordafrika extrem erfolgreich. Seine große Stärke war das Manövrieren und Manipulieren. Er bewegte seine Truppen so schnell, dass der Feind kaum darauf reagieren konnte. Rommel war für uns wie ein, ich möchte mal sagen, wie ein Vater. Der hatte ein Gefühl für seine Soldaten. Ne? Der war wirklich, also der war sehr, sehr jovial, ne? Sehr. Rommel ist für seine kühnen Angriffe berüchtigt. Doch jetzt muss er sich einer ganz neuen Herausforderung stellen. 2/3 der deutschen Armee kämpfen an der Ostfront. Und Rommel soll die Küste am Ärmelkanal mit 35 Divisionen verteidigen. 6 davon sind in der Nähe der Landungsstrände der Alliierten stationiert. 5 Infanteriedivisionen und die 21. Panzerdivision. Allerdings sind viele Einheiten unterbesetzt oder unzuverlässig. Manche Divisionen bestanden aus relativ alten und sehr jungen Männern oder aus sowjetischen Deserteuren, denen die Deutschen nicht voll vertrauten. Teils waren es auch Einheiten, die von der Ostfront kamen und völlig verausgabt waren. In der Normandie sollten sie sich erholen. Diese Einheiten haben ihre Stützpunkte am sogenannten Atlantikwall, einer über 2600 Kilometer langen Verteidigungslinie entlang der Küsten des Atlantiks, des Ärmelkanals und der Nordsee.
Hitler hat Rommel persönlich damit beauftragt, den Atlantikwall auf eine Invasion vorzubereiten. Rommel ist der Meinung, die Alliierten nur aufhalten zu können, wenn er sie im Moment der Landung empfindlich trifft. Deshalb verstärkt er vor allem die Verteidigungsposten an den Stränden. Er lässt dreimal so viele Minen legen und eine 500.000 Hindernisse aufstellen. Die Anzahl der schweren und durch Betonbunker befestigten Geschütze wird ebenfalls erhöht. Doch an vielen Stellen ist der Wall weit entfernt von der undurchdringlichen Festung, die von den Nazis propagiert wird, wie der ehemalige Wehrmachtssoldat Hans Heinze zu berichten weiß. Und vor der Küstenstraße war ein sogenannter Schützengraben, so nach der Manier angelegt, wie vielleicht zu Zeiten des alten Fritzen, so zack, 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 dreiviertel Meter tief allerhöchstens und so alle 20 Meter war irgendeine Stahl- oder Blechkuppel. Und dann sind wir da rein und haben wir gesehen, in dem einen war ein belgisches MG, in dem anderen war ein tschechisches MG. Wir haben uns nicht die Zeit genommen, überhaupt festzustellen, ob da auch die nötige Munition dazu da war. Und vor diesem Schützengraben war ein Drahthindernis. Und aus irgendeinem Grund hatte mein Kommandeur damals lange Hosen an. Wir sind darüber. Da hat sich die Hosen nicht zerrissen. Das war der Atlantikwall, den wir da kennengelernt haben. Die schlagkräftigsten deutschen Einheiten in Frankreich sind die Panzerdivisionen. Rommel will diese an der Küste stationieren. Doch ihm werden nur drei Divisionen zugeteilt. Der Rest soll als strategische Reserve dienen und kann nur mit Hitlers Zustimmung eingesetzt werden. Die zwei wichtigsten Generäle am westlichen Kriegsschauplatz, von Schweppenburg und von Rundstedt, wollten die Panzer als mobile Reserve in der Nähe von Paris stationieren. Aber Erwin Rommel hatte Luftangriffe der Alliierten in Nordafrika erlebt und wusste, dass Verstärkungstruppen so weit von der Normandie entfernt auf dem Weg an die Front aufgerieben werden könnten. Die alliierten Truppen nähern sich Rommels Verteidigungslinie und steigen in Landungsboote. Das stürmische Wetter hat Eisenhower bereits zu einem Aufschub von 24 Stunden veranlasst und gefährdet die Operation. Die Boote wurden auf See auf- und abgeschaukelt. Man musste extrem aufpassen, sich beim Umsteigen von den großen Schiffen in die kleineren Landungsboote nicht zu verletzen. Manche sind dabei sogar ins Wasser gefallen und ertrunken. Als wir mit den Davits ausgesetzt wurden, schlugen die kleineren Landungsboote auf dem Wasser auf und wurden wie Streichhölzer herumgeschleudert. Im Ärmelkanal waren die Wellen am D-Day 5 Meter hoch. Wir waren alle pitschnass und das Wasser war eiskalt. Die Landungsboote hatten sehr niedrige Bordwände, über die das Wasser schwappte. Die Lenzpumpen waren überlastet und wir mussten es mit unseren Helmen aus dem Boot schöpfen, um nicht zu sinken. Bei Tagesanbruch können die Landungstruppen beobachten, wie die Verteidigungslinie des Feindes unter starken Beschuss genommen wird. Die Kanonenboote feuerten los und ich sagte mir, oh mein Gott, das ist unglaublich. Ich betete zu Gott, dass ich lange genug leben würde, um es jemandem zu erzählen. Franz Gockel, Wehrmachtssoldat der 716. Infanteriedivision am Omaha Beach, hat gehofft, dass dieser Moment nie kommen würde. Kam der Kamerad, der Wache hatte, und rief in den Bunker rein, Alarm, Alarm. Und dann haben wir uns umgedreht, da haben den ausgeschimpft und haben gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen mal schlafen. Und dann dauert es nicht lange, kommt ein Unteroffizier von uns in den Bunker rein und brüllt dann richtig rein und schreit, Kerl, jetzt wird's aber ernst. Die großen Kanonen feuerten auf Ziele in weiter Entfernung und wir konnten nur dieses Zischen hören. Aufgrund der Gezeiten beginnt die Landung der Amerikaner um 6.30 Uhr. Eine Stunde vor der britischen und kanadischen.
Am Utah Beach ist die 4. US-Division an einem schwach verteidigten Küstenabschnitt gelandet und rückt mit relativ geringen Verlusten ins Landesinnere vor. Sie verliert 197 Männer. Nicht so am Omaha Beach. Dieser Strand wird von den erfahrenen Wehrmachtstruppen der 352. Infanteriedivision verteidigt, die der vorausgegangenen Bombardierung standgehalten haben. US-Bomber fürchten, ihre eigenen Schiffe zu treffen und werfen ihre Bomben über dem Hinterland ab, ohne die Verteidigungsposten am Strand zu treffen. Tausende von Raketen, die von den Landungsschiffen abgefeuert werden, fallen wirkungslos ins Wasser. Keine einzige Rakete traf den verdammten Strand. Sie fielen alle ins Wasser. Ein Landungsfahrzeug mit 1450 Mann an Bord, an der Spitze der Offensive, nähert sich dem Strand und wird schwer unter Beschuss genommen. Am Ostabschnitt des Strandes landet die kampferprobte 1. US-Infanteriedivision, The Big Red One. Als wir aus dem Boot stiegen, fiel ein Kamerad neben mir. Meinen Funker hatte es erwischt. Ich wusste es gleich, weil das Funkgerät auf seinem Rücken getroffen worden war und die Kugeln seinen Körper durchschlagen haben mussten. Ich weiß noch, wie ich ihn betrachtete und dann ohne zu zögern über ihn hinwegstieg. Dann wurde die Laderampe gesenkt. Ich drehte mich zu meinen Männern hinter mir um und gab den beiden Truppenführern den Befehl zum Angriff. Man hörte die Kugeln der Maschinengewehre von der Rampe abprallen. Die Deutschen feuerten auf alle Boote in Reichweite. Ich war 20 bis 30 Meter vorangestürmt, als die Kugeln vor meinen Füßen einschlugen. Da gab es ein Hindernis, hinter dem ich in Deckung ging. Ich kniete mich kurz hin, aber nur wenige Sekunden, weil eine Kugel gegen den Stahl schlug. Am Westabschnitt des Strandes landet die unerfahrene 29. Division. Ich war der fünfte Mann auf der linken Seite unseres Landungsbootes hinter Clarence Riggs aus Pennsylvania. Er wurde auf der Rampe niedergemäht und schlug mit dem Gesicht ins Wasser. Ich stürzte mich hinterher und stand bis zum Hals in blutrotem Wasser, das Gewehr über den Kopf gehoben. Die Cherries eröffneten das Feuer. Sie wussten, dass wir kamen und warteten auf uns. Die A-Kompanie und ein Teil der B-Kompanie wurden auf dem Strand niedergemetzelt. Keiner überlebte. Das war, da waren ganz arme Kerls da unten, die Ersten. Die Ersten sind noch fast gar nicht. Da ist fast gar keiner von durchgekommen. Überhaupt nicht, möchte man sagen. Da waren unsere Waffen, die waren ja noch alle in Ordnung, ne? Don McCarthys Landungsboot sinkt, bevor es den Strand erreicht. Er und seine Kameraden müssen an Land schwimmen. Ich sprang kopfüber ins Wasser, aber die Luft in meinem Helm trieb mich nach oben. Ich entledigte mich meiner ganzen Ausrüstung und behielt nur noch die Jacke der 29. Division an. Die Kampfweste, das Gewehr und meine Kamera waren weg. Ich dachte mir, mein Dad wird mich umbringen, weil ich die Kamera verloren habe. Ich betete zu Gott, bitte, bitte hol mich von diesem Strand und ich werde mein restliches Leben lang alles tun, was du von mir verlangst. Dann zog Rauch auf. Es war ein Wunder. Während die GIs bei der Landung am Omaha Beach um ihr Überleben kämpfen, warten sie verzweifelt auf die Unterstützung amerikanischer Panzer, umgebaute M4 Shermans. Dieses erstaunliche Objekt ist ein D.D. Sherman Panzer. Er konnte schwimmen. Die alliierten Infanteristen brauchten bei der Invasion der von den Deutschen verteidigten Strände unbedingt schnelle Unterstützung von Panzern. Wenn man das gesamte Panzeraufgebot in einem Landungsfahrzeug unterbringt und es getroffen wird, sinken alle.
Wenn man die Panzer verteilt und an Land treiben lässt, verringert sich das Risiko. Deshalb wurde der Sherman-Panzer zum DD, Duplex Drive, umgebaut. Man nutzte das Prinzip der Wasserverdrängung. Wenn man eine Leinwand um den Panzer spannt, wie bei diesem Modell, dann wird genug Wasser verdrängt, um einen 30 Tonnen schweren Sherman-Panzer schwimmen zu lassen. Am Land bewegte er sich auf den Gleisketten. Aber im Wasser wurde er hinten mit Propellern angetrieben, um ihn an den Strand zu bringen. Die Deutschen dachten, die Panzer seien nur irgendwelche mit Segeltuch bespannten Boote. Dann wurde das Tuch fallen gelassen und die 75mm Kanone des Sherman-Panzers kam zum Vorschein. Der Abschreckungsfaktor dieser Panzer zeigte bei den deutschen Verteidigern durchaus Wirkung. Bei der Landung am Omaha Beach lassen die amerikanischen Befehlshaber ihre DD-Panzer 5 Kilometer vor der Küste zu Wasser. Doch die See ist rauer als bei allen Übungseinsätzen. Mit katastrophalen Folgen. Das Wasser durfte bis zu der schwarzen Linie steigen. Dann blieb noch etwa 1 Meter bis zur Oberkante. Man konnte sicher durch 30 Zentimeter hohe Wellen fahren, aber nicht durch höhere. 27 von 29 Panzern sinken in den 2 Meter hohen Wellen. Nur 2 erreichen festen Boden. Und ganze Infanterieeinheiten werden niedergemäht, als sie versuchen, den gut 70 Meter breiten Strand zu überqueren. Die US-Truppen müssen am Omaha Beach schwere Verluste hinnehmen. Um 7.30 Uhr beginnen britische und kanadische Divisionen am Gold Juno and Sword Beach zu landen. Das Kommando über die Royal Marines hat Vincent Horton, der bereits Schlachten in Italien und Afrika überstanden hat. Er kennt die Gefahren, die auf ihn lauern. Man erwartete nicht zu überleben, aber man ging immer davon aus, dass es die Vordersten an der Front als erstes erwischt. Als das Landungsfahrzeug sich dem Strand nähert, steht das Gelingen von Operation Neptune auf der Kippe. Ein weiterer Misserfolg wie am Omaha Beach und die gesamte Invasion könnte in einer großen Katastrophe enden. Ich sah, wie ein Boot getroffen wurde und die Körper durch die Luft flogen. Von ihnen kann keiner überlebt haben. Als die erste Welle der britischen und kanadischen Truppen an den Stränden der Normandie landet, gerät sie ins Kreuzfeuer und wird von Hindernissen und Panzerminen aufgehalten. Als mein Landungsboot im Wasser auf ein Hindernis stieß, wurde der ganze Bug in die Luft gesprengt. Ich saß Gott sei Dank im Heck. Das Wasser riss die Männer im Bug aus dem Boot. Sie waren erledigt. Für sie war es vorbei. Britische und kanadische Soldaten stürzen ins Meer und werden vom Gewicht ihrer Ausrüstung und Uniformen nach unten gezogen. Die Soldaten hatten alle diese schweren Filzuniformen. Bei Regen waren sie so gut wie wasserdicht, aber wenn man damit durchs Meer ans Land wartete, saugten sie sich voll. Dennoch waren sie großartig, weil sie sehr schnell durch die Körperwärme trockneten, wenn man sich bewegte. Am D-Day waren manche Soldaten mit diesen Kampfwesten ausgerüstet. Sie waren so entworfen, dass die gesamte Munition darin Platz hatte. Jeder Soldat trug so einen Rettungsgürtel um die Brust. Er wurde an der Hüfte festgebunden und war halb aufgeblasen. Wenn man mit der ganzen Ausrüstung vom Landungsboot ins tiefe Wasser sprang, konnte man ihn komplett aufblasen, um nicht unterzugehen, bevor man den Strand erreichte. Doch viele Männer begehen einen schwerwiegenden Fehler. Die Rettungsgürtel wurden oft um die Hüfte und nicht unter den Achseln getragen. Und weil die ganze am Oberkörper getragene Munition und Kampfausrüstung so schwer war, wurden sie mit dem Kopf nach unten gezogen und ertranken. Soldaten, die es bis zum Strand schaffen, haben den strikten Befehl, voranzustürmen. Wenn man einer Infanteriedivision angehört, sind alle Brüder. Wenn einer getroffen wird, will man ihm instinktiv helfen. Aber der Befehl lautete, weiter zu stürmen und die Verletzten liegen zu lassen. Das kostete große Überwindung.
Die Ereignisse am Omaha Beach stehen sinnbildlich für die Landung in der Normandie. Allerdings stoßen die britischen und kanadischen Truppen andernorts auf viel weniger Widerstand und gelangen relativ ungeschoren an Land. Auch die meisten DD-Panzer erreichen dort festen Boden. Wir fuhren in seichtes Wasser und dort mit den Panzern von der Rampe. Das Segeltuch war noch gespannt. Dann manövrierten wir an diesen eisernen Pfosten vorbei, an denen deutsche Minen befestigt waren. Wir mussten sie umgehen, um sicher zum Strand zu gelangen. Wie der DD werden auch andere Panzer eingesetzt, um die deutsche Verteidigungslinie zu durchbrechen. Darunter die sogenannte Krabbe. Das ist ein Sherman Crab. Vorne an einem serienmäßigen Sherman-Panzer waren diese Auslegearme mit einer Trommel in der Mitte montiert. Die Trommel rotierte mit etwa 140 Umdrehungen in der Minute und wirbelte diese Stahlketten herum. Hier sieht man 43 davon. Sie schlugen vor dem Panzer auf den Boden und brachten die Minen zur Explosion, während er sich vorwärts bewegte. Alle hatten bei der Landung eigene Aufgaben. Der Beach Marshal versuchte, seinen Posten zu errichten und den Strand unter Kontrolle zu bringen. Der Minenräumpanzer räumte die Minen aus dem Weg. Und die Sanitäter bargen die Toten. Jeder hatte einen Job und alles funktionierte wunderbar. Währenddessen sitzen die Überlebenden der ersten beiden Invasionswellen immer noch am Omaha Beach fest. Der Großteil ihrer Ausrüstung liegt am Meeresgrund. Sie hatten ihre Gewehre und Ausrüstung verloren, auch ihre Bangalores. Und das war am schwerwiegendsten. Ohne diese Sprengsätze konnten wir den Stacheldraht nicht überwinden. Bangalores sind 1,5 Meter lange, mit Sprengstoff gefüllte Röhren, die man zusammenstecken kann, um sie unter den Stacheldraht zu schieben und so einen Durchgang freizusprengen. Unteroffizier Reynolds ist einer der wenigen Männer am Strand, die noch ihre Bangalores bei sich führen. Mein Kamerad stieg auf die Kiesbank, wo der Stacheldrahtverhau begann. Er nahm 2 Bangalore-Röhren und steckte sie zusammen. Dann versah er das Ende mit einer Lunte und zog die Schnur des Zünders, bevor er sich schleunigst zurückzog. Nach 5 Sekunden war der Sprengsatz immer noch nicht detoniert. Und er kroch ohne zu zögern wieder hin und tauschte die Lunte aus. Dann sah er nach hinten, um die Lage zu prüfen, und wollte wieder zurückkriechen. Er kam nur ein kleines Stück weit, bevor er tödlich von einer Gewehrkugel getroffen wurde, noch bevor die Bangalore detonierte. Mein Gesicht war so nah an seinem. Und er sah mir direkt in die Augen, als er starb. Sein Gesichtsausdruck überraschte mich damals. Er schloss einfach nur die Augen und ließ den Kopf sinken. Das alles geschah innerhalb von etwa 5 Sekunden. Dann explodierte der Sprengsatz und machte den Weg frei. Natürlich kroch ich sofort durch die Lücke im Stacheldraht. Harley Reynolds ist der erste Mann in seinem Sektor, der den Stacheldraht überwindet und den Uferhang hinaufgelangt. Am Strand kämpft sich eine kleine Gruppe von Männern aus der Todeszone auf den Strandwall. Angetrieben werden sie von dem stellvertretenden Kommandanten der 29. Division, General Dutch Cotter. Norman Dutch Cotter ist Berufssoldat, der an der US Military Academy in West Point, New York, graduiert hat. Am D-Day landet er mit der 2. Invasionswelle am Omaha Beach und ist mit 51 Jahren einer der ältesten Männer am Strand.
Er ist ein Experte für amphibische Kriegsführung und hat vor den Gefahren der Landung gewarnt. Als er sieht, wie die erste Angriffswelle aufgerieben wird, sammelt Coulter Überlebende ein und führt die Offensive durch den Stacheldraht an. An manchen Strandabschnitten kommen Zerstörer zum Einsatz und nehmen die deutschen Stellungen aus nächster Nähe unter Beschuss. Dieser US Navy-Zerstörer war unsere Rettung. Die USS Frankfurt fuhr sehr nah an den Strand heran, ohne aufzulaufen, und begann auf den Hügel zu feuern, wo der Skipper Rauchwolken aufsteigen sah. Er ging davon aus, dass sie von Artilleriegeschützen stammten. Er konnte den Beschuss unterbinden und wir stürmten den Hügel. Die US-Truppen kennen keine Gnade. Obwohl er schwer verletzt ist, hat Herr Baumgarten sich durch die deutsche Verteidigungslinie gekämpft. Wir stießen auf ein Maschinengewehrnest mit etwa 5 Deutschen, die unseren Vormarsch verhindern sollten. Sie wollten sich ergeben, aber unter uns war ein Ranger mit einer Maschinenpistole. Er feuerte mitten in die Gruppe der Deutschen. Ich hätte das nicht übers Herz gebracht, aber dieser Ranger hatte so viele Männer am Strand verloren und geriet außer Rand und Band. An jedem Landungsstrand sind Navy-Offiziere dafür zuständig, die Invasionstruppen anzutreiben. Der Mann blieb völlig gelassen. Er stand da und schrie: Kommt schon, runter vom Strand! Er trieb seine Leute über den Strand, als stünde er vor einer Schule am Straßenübergang. Als die ersten Einheiten sich ins Landesinnere vorkämpfen, werden sie von deutschen Stellungen, Heckenschützen und Minenfeldern aufgehalten. An der westlichen Invasionsflanke marschieren amerikanische Einheiten vom Utah Beach voran, um sich den Luftlandetruppen anzuschließen. Für Lieutenant Frank Gregg und seine Fallschirmjäger kommt die Unterstützung zur rechten Zeit. Ich hörte, wie ein Panzer sich mir von hinten näherte. Ich blickte zurück und erkannte einen von unseren Panzern, der den Strand überquert hatte. Der Leutnant fuhr seinen Panzer zu uns hoch und rief mir zu: Ich habe noch Sprit für 30 Minuten. Wie kann ich helfen? Ich antwortete: Sehen Sie die Straßenkreuzung da drüben? Von dort wird auf uns gefeuert. Und er: Ja. Ich sagte: Mein Oberstleutnant will, dass ich Sie einnehme und die Stellung halte. Könnten Sie mir dabei behilflich sein? Er antwortete: Eine 75mm Granate sollte für Ruhe sorgen. Er feuerte die Granate ab und sie schlug direkt in der deutschen Stellung ein. Mit jeder Stunde, die vergeht, fassen die alliierten Streitkräfte fester Fuß in Frankreich, während Verstärkungstruppen an den gesicherten Stränden an Land gehen. Der befürchtete Gegenangriff lässt auf sich warten. Schließlich setzen sich die ersten deutschen Panzer in Bewegung, um die Alliierten zur Küste zurückzudrängen. Rommel wollte die Invasionstruppen bereits in den ersten 24 Stunden der Landungsoperation vernichtend schlagen. Doch es ist bislang noch kein großer deutscher Gegenangriff gestartet worden. Dem deutschen Generalfeldmarschall ist von Wetterexperten versichert worden, dass eine Invasion in dieser Woche unmöglich sei. Und er ist auf Fronturlaub in Deutschland. Während er morgen des D-Day im Auto nach Frankreich rast, bleibt die Panzerreserve untätig. Ihren Einsatz kann nur der Führer autorisieren. Doch Hitler zweifelt immer noch an den wahren Absichten der Alliierten. In der Literatur und in Filmen wird oft behauptet, Hitler habe während der Invasion geschlafen und keiner habe es gewagt, ihn aufzuwecken. Er schlief immer sehr lang. Da ist schon etwas Wahres dran, aber es gab auch militärische Gründe dafür, dass der Gegenangriff nicht rechtzeitig gestartet wurde. Der Hauptgrund war, dass die Deutschen immer noch eine größere Invasion irgendwo in der Gegend von Pas-de-Calais erwarteten und deshalb ihre strategische Reserve zurückhielten. Sie hielten die Landungsoperation in den ersten Stunden des D-Day für einen Ablenkungsangriff. Rommel und andere noch ranghöhere deutsche Oberkommandanten zerbrachen sich den ganzen Tag lang den Kopf darüber, was sie tun sollten, und verpassten die Gelegenheit, die Alliierten zur Küste zurückzudrängen.
General Marx befehligt das 84. Armeekorps in der Normandie und soll die Situation in den Griff bekommen. Erich Marx ist als hochbegabter Stabsoffizier bekannt, der bereits an der deutschen Invasion Polens und der Sowjetunion teilgenommen hat. Als Kommandeur an der Ostfront hat er ein Bein auf dem Schlachtfeld verloren. Er bemüht sich dennoch wieder um eine Frontstellung und wird 1942 zum General der Artillerie befördert und 1943 zum kommandierenden General des 84. Armeekorps in der Normandie ernannt. D-Day, der 6. Juni 1944, ist sein 53. Geburtstag. Marx beauftragt seine stärkste verfügbare Reserve, die 21. Panzerdivision, mit einem Gegenangriff. Seine letzten Worte zu den Offizieren sind: Wenn es uns nicht gelingt, die Briten zur Küste zurückzuschlagen, haben wir den Krieg verloren. General Marx schickte die 21. Panzerdivision aus. Sie war die eiserne Faust zur Verteidigung der Normandie. Die anderen deutschen Divisionen waren mit ein oder zwei Ausnahmen alle weniger schlagkräftig. Aber diese Reserve lag etwa 120 Kilometer von den Landungsstränden entfernt und würde ihre Zeit brauchen, um ins Kampfgebiet vorzurücken. Auch deshalb, weil sie von französischen Partisanen und den alliierten Luftstreitkräften attackiert wurde. Man wusste also, dass es etwas länger dauern würde. Um 16 Uhr sichten vorrückende Vorhuteinheiten der britischen 3. Division die ersten deutschen Panzer. Zu diesem Zeitpunkt geht die größte Gefahr vom gefürchteten Panzer IV aus. Der Panzer IV ist eine enorm effektive Kampfmaschine. Im Laufe des Krieges wurden mehr als 8500 davon produziert. Er machte seinen Anfang als Unterstützungsfahrzeug für die Infanterie und war ursprünglich mit einer kurzen 75mm Kanone ausgestattet. Aber Hitler bestand darauf, eine lange 75mm Kanone einzubauen, mit der feindliche Panzer sehr effektiv ausgeschaltet werden konnten. Der Panzer IV wurde während des Krieges ständig weiterentwickelt und verbessert. Einer der Gründe, warum er als so erfolgreich und gut gebaut gilt, ist seine innovative Ergonomie. Wenn wir einen Blick ins Panzerinnere werfen, sehen wir die Position des Panzerkommandanten in der Mitte des Turms. Er hatte den Ladeschützen des 75mm Geschützes im Blick und auf der anderen Seite den Richtschützen, der für das Zielen und Feuern zuständig war. Er konnte zudem bis zum Panzerfahrer und dem Funker nach vorne sehen. Das war vor allem im Kampfstress sehr wichtig. Kriegsveteranen berichten oft, dass ein Lächeln, eine beruhigende Stimme oder ein deutlicher Befehl zum richtigen Zeitpunkt genauso wichtig sein konnte wie die Technologie. Die 21. Panzerdivision geht zum Gegenangriff über, gerät aber schnell unter schweren Beschuss britischer Panzer und Panzerabwehrgeschütze. Bis 21 Uhr hat nur eine Handvoll deutscher Panzer bis zur Küste des Ärmelkanals vordringen können. Dort erwartet sie ein beeindruckendes Schauspiel. Eine gewaltige Luftarmada nähert sich vom Meer. 250 Dakotas mit ebenso vielen Lastenseglern im Schlepptau. Es beginnt Operation Mallard, die Ankunft der britischen 6. Luftlandebrigade zur Unterstützung der zuvor gelandeten Truppen. Wenn man auf die See hinausblickte, war der Himmel schwarz von all den Flugzeugen. Auch Lastensegler. Es waren Hunderte. Als wir losmarschierten, landeten die Lastensegler. Einige brachen durch die Hecken auf der rechten Seite der Straße. Während die Lastensegler hinter der feindlichen Linie landen, ziehen sich die Deutschen nach Caen zurück, um nicht abgeschnitten zu werden. Als der D-Day sich seinem Ende zuneigt, schlafen die erschöpften Frontsoldaten wo immer sie können, in improvisierten Schützengräben oder neben ihren Fahrzeugen. Die erste Nacht nach dem D-Day war sehr merkwürdig. Wir griffen niemanden an und wurden nicht angegriffen. Jedenfalls nicht meine Truppe. Ich sagte mir, du Glückspilz, hast es geschafft. Mom und Dad, ich bin wirklich in Frankreich. Ich bin hier.
Ich hab's geschafft. I made it. We finished flailing. Wir werfen uns in dieses Feld und verkrochen uns in unsere Decken, um zu schlafen. And went to sleep. Am Ende des D-Day haben die Alliierten überall an der französischen Küste Fuß gefasst. Auch wenn es ihnen nicht gelungen ist, einige der geplanten Angriffsziele einzunehmen, darunter die Stadt Caen. 160.000 britische, kanadische und US-Soldaten sind sicher gelandet. In den kommenden Tagen wird sich die Truppenstärke verdoppeln. In 5 Tagen werden mehr als 54.000 Fahrzeuge und 100.000 Tonnen Nachschub nach Frankreich gebracht. Doch die Verluste sind enorm. Am ersten Tag der Invasion sind schätzungsweise 3.000 britische und kanadische sowie 6.500 US-amerikanische Soldaten gefallen. Etwa die Hälfte davon am Omaha Beach. Die Verluste der Deutschen an diesem Schicksalstag werden auf 4.000 bis 9.000 Gefallene geschätzt. Die genaue Zahl ist unbekannt. Obwohl die Alliierten nicht alle ihre Ziele erreicht haben, ist Operation Neptune doch ein Riesenerfolg. Mit der Überquerung des Ärmelkanals und der Zerschlagung des Atlantikwalls in einem einzigen Tag haben die Alliierten das größte Hindernis auf dem Weg nach Nazi-Deutschland überwunden. Der Schrecken und der Heroismus von D-Day sind erst der Anfang einer blutigen Schlacht um die Normandie, die 3 Monate dauern wird. Und eines langen und steinigen Wegs zum Sieg in der Schlacht um Europa.